Ja, wir begrüßen euch zum neuen Let's Play zu Dead Island. Und heute bin ich mal nicht allein im Let's Play, sondern ja, der Daniel ist da. Ja, wir sind für euch in die Südsee gereist Ja. und dachten mal, wir machen da etwas Urlaub und dann kam so eine kleine Zombie-Epidemie dazwischen. Also ganz klein. Also wir sehen es hier, schönes Urlaubsparadies in der Ferne. Und ja, wenn wir uns hier mal umschauen, der Boden sagt uns schon, hier ist was passiert. Und ja, Zombie-Apokalypse. Ja, hier wurde definitiv etwas mehr gemetzgert als normal. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, mal eine kleine Quest für euch zu Ja, erledigen. ich öffne hier mal parallel den Questlog, um das mal zu zeigen. Also das Ganze ist ein Rollenspiel in einem Zombie-Szenario, was man nicht oft erlebt. Und wie wir hier sehen, sollen wir für eine der ja, Survivor, sollen wir ihren Teddy finden. Und ja, dafür machen wir uns jetzt mal auf und kämpfen uns ein bisschen durchs Resort. Ja, durchs Resort und auf dem Weg durchs Resort werden wir wohl den einen oder anderen Zombie erledigen müssen. Ja, wer noch keine 18 ist, schaltet jetzt bitte die Aufnahme ab. Richtig. Definitiv not safe for work hier. So, ich schalte mal ein bisschen die Funzel an, damit man noch ein bisschen was sieht. Obwohl es so ein schöner Tag hier ist. Ja, die Sonne scheint, es sind knackige 30 Grad. Ja, eigentlich perfekt, um hier so einen All-Inclusive-Urlaub zu buchen, wenn da nicht diese lästigen Zombies wären. Genau. Und da oben steht schon einer. Ja. Der kommt jetzt auch Kommt mir richtig gerade entgegen, auf ich uns zu. trete den mal so ein bisschen weg. Da muss ich sagen, man kann die komplette Kampagne, ja, also hier seht ihr, was wir meinen, ab 18. Der Gute ist wirklich tot, da spritzt es aus allen Löchern. Und man kann das Ganze komplett zusammenspielen, das Spiel. Also jegliche Quests, die angenommen werden, werden geshared. Sehr praktisch. Und ich bin hier gerade im Spiel von Daniel drin, der auf Stufe 10 ist, während ich auf Stufe 8 bin. Das heißt, die Zombies hier sind ein ganzes Stück härter, als Ja, sie in das meinem macht sich Spiel echt wären. bemerkbar. Ja, Also in definitiv. den unteren Stufen sieht es noch recht leicht außer Gefecht zu setzen und umso stärker man auch wird, umso stärker werden auch die Zombies und es wird umso härter. Ja, man muss dazu sagen, ich kriege natürlich deutlich mehr XP, wenn ich in deinem Spiel drin bin. Was für mich auch nicht schlecht ist, denn so steige ich ein bisschen schneller aus. Wir spielen das Spiel ja eh zusammen. Ja, hier, der wollte ein bisschen baden gehen, hat die Schwimmflügel vergessen. Hier, wir sind die Bademeisterpolizei, können das nicht durchgehen lassen. Kopf ab. That's how we roll. Kopf ab ist echt ein gutes Stichwort, denn man kann hier wirklich alles an den Leuten abhacken. Das ist echt brutalo. Aber es ist halt auch ein gutes Zombie-Spiel. Ist ja zu Recht nicht in Deutschland veröffentlicht worden, einfach auf Nummer sicher. So, ich schnapp mir hier mal. Oh, jetzt habe ich aber, warte mal kurz, ich muss mal eben meine Waffe, denn ich habe hier gewechselt. Wollte mein gutes Fleischermesser aber nicht liegen lassen. So, ich komme dir hinterher. Also, wie gesagt, ihr seht schon hier eine Menge Zeug, was die Zombies liegen lassen, von Geld bis hin zu Waffen. Und ups, hier kommt einer von der Seite. Wollt auch mal Hallo sagen. Das war unser ehemaliger Reiseleiter. Wir waren mit dem Service nicht zufrieden. So, wo bist du denn schon hin? Ich bin hier hinten, ich musste mich auch mit einem Zombie auseinandersetzen. Okay, dann erledige ich hier mal den Geher. Der, ja, hier Also spritzt es es locker gibt auch flockig. also unterschiedliche Kategorien. Also es gibt den Geher, der ist recht einfach außer Gefecht zu setzen. Und dann gibt es auch noch den Schläger, der ist dann doch schon eine Stufe heftiger und kann einem alleine doch sehr Probleme bereiten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es im weiteren Verlauf auch noch richtige Endgegner geben wird. Oder noch stärkere Zombies, das muss sich dann zeigen. Aber es ist auf jeden Fall schon heftig dann. Also die Geher treten auch nur vereinzelt auf. Ja, definitiv. Die sind auch wirklich richtig heftig. Also wir haben schon einige Probleme mit dem Geher gehabt, aber selbst wenn man stirbt, ist das kein großes Problem, denn wir sind dann, werden ein paar Meter zurückgesetzt, verlieren, glaube ich, ein bisschen Geld, hast du mir erzählt. Ja, je nach dreistelliger Geldbetrag wird einem abgezogen und dann ist man auch wieder mittendrin. Oh, hier nagt jemand an so ein Stück Ja, alten Zombie rum. hier war ein bisschen Buffet, würde ich mal fast sagen. So, wir müssen hier trotzdem um die Ecke rum. So, hier, wir sind fast an unserem Zielort. Wir sehen es ja schon auf der Karte. Und hier gibt es die Tür. Ich mache die mal auf. Und jetzt sehen wir hier so ein kleines Minispiel. Das heißt, ich muss versuchen, die Tür aufzubrechen, was mir ja gerade nicht ganz gut gelingt. Also eigentlich muss ich den Balken in der Mitte treffen. Ja, vier Versuche. So läuft das. Und ja, hier liegen schon einige Leichen rum. Jetzt gucken wir mal, was wir einen Teddybär hier finden von der jungen Dame. Gucken, haben wir hier noch einen Zombie? Nee. Ja, und jetzt geht die große Sucherei los. Aber wir gucken erstmal, dass wir hier alles einstecken, was nicht angewachsen ist.
Ich habe ihn gefunden. Du hast ihn, perfekt. Glaube ich zumindest, jo. Ja. Ah, guck mal. Ui. Und ein Zombie Ich werde da. angegriffen von einem Menschen. Okay. Heck Lektor. Ja, den hau ich jetzt mal aber schön. Ja, der hat hier scheinbar eine Geisel genommen, die gute Lucy. Und kein Ende. Und die gute Dame sieht, ja, fertig aus, würde ich fast sagen. Gut, Lucy, Blut, überall Blut. Hier liegt eine Waffe. Die kannst du dir wahrscheinlich einstecken. Stufe 10. Das ist ein Küchenmesser. So, also du hast den Teddy. Das heißt, ich gucke mal in Ich habe meinen den Teddy. Questlog. Jetzt in der Regel ist der auch bei mir abgeschlossen. Genau, wir sehen es jetzt hier. Jetzt steht, wird uns gesagt, bring Anne den Teddybären zurück. Und genau das machen wir jetzt mal. Ich wähle mal eine andere Waffe aus. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen hier mal den Schraubenschlüssel. Und ja, dann lass uns mal den Weg zurück antreten, nachdem wir hier noch ein bisschen geplündert haben. Ja, aber ich finde Hier es ist ein krass, Ausweis übrigens noch. also dass jetzt hier nicht zu erzählt wurde, warum und wieso er die Geisel genommen hat. Ja, man muss sagen, viele der Quests sind dann wirklich auch gut erzählt einfach. Das ist, wir haben uns jetzt scheinbar hier eine Mission rausgepickt, die relativ, ich sag mal, still abgelaufen ist. Denn in der Regel gibt es immer noch Gespräche mit den Questgebern. Ja, dann lass uns mal zurück. Wo können wir denn jetzt hingehen? Ja, folgen wir doch einfach dem Pfad. Der sollte uns eigentlich direkt durchs Resort nach Hause führen. Ja, ui, Zombie. Auf dem Weg erledigen wir hier dann noch ein paar Geher. Ja, und hier sieht man genau das, was ich gerade gesagt habe. Also Schnittwaffen sind mir einfach lieber. Da wähle ich jetzt auch wieder eine aus. Ich habe voll den fetten Freeze jetzt gerade. Oh. Also bei mir geht gerade gar nichts mehr. Da sind wir auf Okay. einen schönen Bug, sind wir hier gestoßen, mitten im Let's Play. Mitten im Let's Play, also hier bei mir geht gar nichts mehr. Ja, dann lock dich doch am besten mal aus. Geht's denn bei dir weiter? Davon gehe ich aus. Also ich muss meine PlayStation jetzt komplett ausmachen. Komplett aus. Ja, weil ich kann hier gar nichts mehr machen. Gut, dann machst du komplett aus, starte mal neu. Ich trete schon mal den Weg zurück an und du joinst dann einfach mal im Spiel. Okay, ich sag mal bis gleich. Ja, wir hören dich ja trotzdem weiterhin. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, Live-Fernsehen, aber in Wirklichkeit ist es natürlich hier ein live aufgenommenes Let's Play. Man muss sagen, das Spiel hat relativ viele Probleme. Also es gab auch schon einen Patch, der heute veröffentlicht wurde, oder? Ja, es gab einen Patch auf 1.01, aber der hat auch schon das eine oder andere hilfreich behoben. Ja. Ja, da haben wir den Ping of Death gehört, sozusagen. Den Neustartknopf der PS3. So, ich bin hier auf dem Weg zurück. Unfassbar. Ah, jetzt wird mir nämlich gezeigt, du spielst alleine. Möchtest du einen letzten Kontrollpunkt aus dem Einzelspielermodus laden, um deinen aktuellen Fortschritt in der Geschichte anzuknüpfen? Das heißt, ich drücke jetzt mal Ja und das heißt, ich werde jetzt in meine Geschichte zurückgebracht, sollte aber deine Quests immer noch haben. Ja, habe ich. Und den Fortschritt habe ich verloren. Das heißt, ich habe Super. den Teddybär nicht mehr. Ja, den Teddybären hatte ich ja auch. Ja, das sollte sich nämlich gleich ändern, wenn du da bist. Dann kann ich deinem Spiel wieder joinen. Ja, also, aber sonst kann ich mich, also sonst lief es bisher immer recht rund. Also es Ja, gab, wir haben das auch war schon jetzt der fa erste Freeze. ja, wir haben auch schon fast 2, 3 Stunden zusammen gespielt, jetzt so insgesamt. Und bisher gab es nie so ein Problem. Und ich würde einfach sagen, bis du jetzt wieder drin bist, beenden wir das Let's Play einfach hier. Wir denken uns jetzt einfach, dass wir den Teddybär zurückgebracht haben und schauen mal, dass wir in dem kommenden Let's Play dann auch eine Mission zum Ende bringen. Ja, hoffen wir es mal. Ja, hoffen wir es mal. Gut, das war das erste Let's Play zu Dead Island und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss, geht. Jo.